Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Umfrage der Woche. Abend ist es und wie immer am Donnerstagabend eine ganz neue, druckfrische Umfrage der Woche vom Lazarsfeld-Institut, von der Lazarsfeld-Gesellschaft, direkt aus dem Computer herein ins Fellner Live-Studio, uns zugeschaltet aus Linz, der Präsident der Lazarsfeld-Gesellschaft und Geschäftsführer vom Market-Institut, Professor Werner Beutelmeier. Danke, dass Sie sich wieder Zeit nehmen, Herr Professor, und dass wir diese Umfrage durchgehen können. Eine spannende Woche liegt hinter uns. Einerseits, weil wir eine veritable Führungsdiskussion in der ÖVP haben, Michel Aydner gegen Nehammer. Das werden wir unter anderem in dieser Umfrage abfragen. Zweitens, weil wir einen neuen Präsidentschaftskandidaten der FPÖ haben. Da werden wir uns den Herrn Professor um seine Einschätzung bitten. Und drittens, weil wir eine heftige Diskussion haben, welche Teuerungs- oder Antiteuerungsmaßnahmen diese Bundesregierung ergreifen soll, damit die Inflation endlich etwas abgebremst wird. Wir beginnen aber mit der Sonntagsfrage, wo wir letzte Woche ja eine Überraschung hatten, denn aufgrund des Antiteuerungsprogramms der Bundesregierung hat letzte Woche die ÖVP 2% zugelegt, völlig unerwartet, und die Grünen 1%. Das heißt, die Regierung war in einem kleinen Zwischenhoch letzte Woche. Und jetzt ist die Frage, können Nehammer und Kogler dieses Zwischenhoch ausbauen oder wie schaut es in dieser Woche aus? Und hier ist die Grafik der Sonntagsfrage von dieser Woche und da ist es. Und da sieht man, es war sehr schön, es hat uns alle sehr gefreut, vor allem Karl Nehammer, aber es war nur ein kleines Strohfeuer. Die ÖVP fällt nach dem kurzen Zwischenhoch vom Antiteuerungspaket wieder zurück auf 21%. Und das wird jetzt schön langsam ein kleiner Thriller, denn Karl Nehammer tanzt da auf den Nerven seiner Parteifunktionäre herum mit diesem Wert von 21% der Österreicher, die derzeit die ÖVP wählen würden. Das ist nur hauchdünn über der 20%-Marke, wo man allgemein sagt, wenn der unter 20% fällt, dann beginnt in der ÖVP eine wirklich heftige Nachfolgediskussion. Aber noch ist es nicht so weit. Die ÖVP und Karl Nehammer verlieren zwar in dieser Woche 2%, das sind genau die 2%, die sie letzte Woche mit dem Antiteuerungspaket gewonnen haben. Das heißt, diejenigen, die da positiv überrascht waren, sind relativ schnell offenbar wieder enttäuscht. Aber die 2% sind genau in jener Bandbreite, dass die ÖVP in dieser Lazarsfeld-Umfrage, die ja sehr langfristig ist und 2000 Interviews als Basis hat, also eine geringe Bandbreite, auf 21% fällt. Auf Platz 2 die SPÖ, ebenfalls ein Minus von 1%, sehr überraschend, fällt auf 29% zurück und erstmals wieder unter die 30%-Marke. Und bei den drei großen Parteien ist der Gewinner dieser Woche die FPÖ, plus 1%, verbessert sich auf 22%, nähert sich allmählich Schritt für Schritt ihrer Wunschmarke von 25% und ist wieder Nummer 2, ist wieder vor der ÖVP. Das heißt, wir haben jetzt die Rangreihe erster SPÖ mit 29%, zweiter FPÖ mit 22% und dritter wieder ÖVP mit 21%, ganz knapp über der 20%-Marke. Herr Professor, Ihre Analyse bitte dieses Ergebnisses, die Freude bei der ÖVP schnell verraucht und die FPÖ legt zu. Ja, hier ist vor allem die langfristige Entwicklung spannend. Und wenn man die letzten 3 Monate, das letzte Quartal zurückgeht, ja, dann waren die Kräfteverhältnisse völlig andere. Damals lag die ÖVP, also vor einem Quartal, vor 3 Monaten, noch eher knapp unter 30%, 26, 27%, 28%. Die FPÖ lag bei 16, 17%. Und wenn man sich jetzt diese
Tektonik, diese Verschiebung der Marktanteile betrachtet, dann haben wir, und das ist auch schon diskutiert worden die letzten Male in unserer Sendung, eine Kopf-an-Kopf-Situation zugunsten eigentlich der FPÖ, denn die FPÖ konnte mobilisieren, schiebt sich immer mehr hinein in diese Rolle des Zweiten, natürlich derzeit noch Kopf-an-Kopf, aber bei der FPÖ gibt es eine positive Aufwärtsdynamik und bei der ÖVP gibt es eine Abwärtsdynamik. Und vor diesem Hintergrund sind diese Werte umso spannender und da gibt es natürlich von Woche zu Woche unterschiedliche Signale, Botschaften aus der Politik, unterschiedliche Situationen, die die Öffentlichkeit und der Wähler interpretiert. Aber offenkundig, die Grundmechanik, die verstärkt sich wieder. Also eher runter bei der ÖVP, eher rauf bei der FPÖ und ein stabiles Halten der SPÖ. Das ist so die Mechanik und das würde ich auch für die nächsten Wochen als durchaus realistisch einschätzen. Und deshalb wird es spannend. Genau dieser Rand der 20%-Marke, an dem die ÖVP derzeit klebt, wenn dieser Rand wackelt, dann wird es natürlich dramatisch in der Szene, in der politischen. Herr Professor, können Sie uns kurz erklären, warum die SPÖ Ihrer Meinung nach wieder unter 30% gefallen ist? Das ist zwar verglichen mit der letzten Woche innerhalb der Bandbreite, aber die SPÖ war ja schon bei 32%. Ja, also die SPÖ liegt zunächst einmal stabil auf Nummer 1, aber auch hier ein Pendeln der Werte so im Signifikanzbereich. 2%, maximal 3% Punkte auf oder ab. Warum das so ist, ist schwer zu sagen. Offenkundig gibt es Themenüberlagerungen. An den Spitzenkandidaten liegen die Parteienwerte allesamt nicht. Wir werden uns das anschauen, die verändern sich nicht so dramatisch in der Bewertung. Die sind, jetzt einmal gelinde gesagt, gleich schlecht geblieben für alle Betroffenen. Aber offenkundig ist es die Themenführerschaft. Derzeit die heftige Gasdiskussion, die Gaspreisdiskussion, die Versorgungssicherheitsdiskussion, all das mit einem Schuss Ukraine-kritischer und EU-kritischer Haltung, das nützt offenkundig derzeit der FPÖ etwas stärker und die Teuerungsdiskussion, die Preisdeckelungsdiskussion, Mehrwertsteuer abschaffen auf Lebensmittel und vieles mehr, das wären Themen für die SPÖ, die sind offenkundig in den letzten Tagen ein wenig in den Hintergrund gerückt im Verhältnis zu der Gasverknappung und möglicherweise tristen Perspektive für die Wirtschaft und Industrie. Es könnte natürlich auch sein, Herr Professor, dass die Preissteigerungen, die ja in Wien besonders heftig sind und von einigen Experten ja den Bürgermeister Ludwig auch angekreidet haben, dass das natürlich auch ein bisschen am SPÖ-Image kratzt, weil die SPÖ ist ja derzeit sehr stark eine Ludwig-Partei. Zweifelsohne die faktische Situation einer nicht endenden Spirale, Preisspirale nach oben kratzt natürlich, wenn man gleichzeitig eintritt und sagt, wir müssen hier Lösungen schaffen, aber im eigenen Bundesland diese Dynamik bei den Energiepreisen beispielsweise ganz gewaltig nach oben geht. Also hier ist eine Frage der Wahrhaftigkeit, der Glaubwürdigkeit, auch der SPÖ-Politik. Das kratzt ein wenig, aber insgesamt ist die Position dennoch unbeschadet die Nummer 1 platziert. Gut, dann schauen wir auf die drei kleinen Parteien, die im Rennen sind bei der Sonntagsfrage. Da haben wir die Grünen, die wieder 1% verlieren, nämlich jenes Prozent verlieren, das sie letzte Woche dazugewonnen haben. Die sind wieder auf 10%. Die Neos legen in dieser Woche ganz stark zu. Das dürfte sozusagen ein wieder zurückpendeln auf frühere Erfolgswerte. Sind wieder bei 12%, haben wieder die Grünen deutlich überrundet. Wir hatten jetzt ja 2-3 Wochen, wo die Grünen vor den Neos lagen. Jetzt hat sich das wieder umgedreht. Jetzt sind die Neos mit 12% wieder vor den Grünen. Und für die MFG wird es schon langsam ein bisschen gefährlich. Die sind mittlerweile auf 3% abgerutscht. Das ist doch eindeutig unter der Einzugsmarke ins Parlament, die bei 5% liegt. Herr Professor, die Neos wieder vor den Grünen. Wie beurteilen Sie das? Ja, also die Neos, die waren ja schon höher oben, sind jetzt wieder zurück. Also noch vor 4 Wochen hatten die Neos 11 Prozentpunkte, jetzt liegt der Wert bei 12. Also eigentlich auch ein recht stabiles Ergebnis mit einer positiven Tendenz. Kritisches Ergebnis bei den Grünen, die kommen nicht vom Fleck. Also die Grünen pendeln auf niedrigem Niveau. Da ist jetzt dieser Wert mit 10 Prozentpunkten schon ein ganz guter Wert, eigentlich sogar ein leichtes Minus. Also Grün, die Vizekanzlerin
Kanzlerpartei, die Regierungspartei, müsste sich hier wirklich sehr anstrengen, um etwas zu verändern und wirklich auch Stress bei MFG, 3%, keine Themen, trotz der Bundespräsidentenansage nur 3%, da ist offenkundig derzeit nicht sehr viel drin. Also bei den drei Kleinen nicht wirklich was Neues, außer der Botschaft, dass Meindl-Reisinger mit den Neos ein wenig Rückenwind erfährt und durchaus ordentlich immer wieder die Grünen in Schach hält, respektable Ergebnisse erzielt. So, dann schauen wir auf die nächste Grafik. Kanzlerfrage, die ist ja seit vielen, vielen Wochen unverändert. Da kommt der Karl Nehammer nicht auf mehr als 19%, aber er verliert auch nichts weiter. Trotzdem für einen Kanzler aber ein eigentlich tragisches Ergebnis. Nur 19% der Österreicher würden Nehammer direkt zum Kanzler wählen. Auch nicht viel besser, Pamela Rendi-Wagner, zur Vorwoche unverändert, allerdings davor lag sie auch schon bei 17% und 18%. Derzeit würden sie überhaupt nur noch 15% der Österreicher zur Kanzlerin wählen, bei 29%, die SPÖ wählen würden. 12% würden Herbert Kickl wählen, immerhin 7% Rendi-Wagner und die hat damit jetzt den Werner Kogler wieder überholt. 5% Direktwahlergebnis bei einer Kanzlerwahl ist für einen Vizekanzler so genannt, so katastrophal. Ich weiß nicht, ob es solche Werte überhaupt irgendwo in Europa gibt, dass ein Vizekanzler nur 5% der Stimmen erhält. Was meinen Sie, Herr Professor? Ja, also keine Begeisterung, keine Zugpferde, keine Veränderung. Die Spitzenkandidaten sind es nicht, die den Karren aus dem Dreck ziehen oder die Dynamik beim Marktanteilsgewinn garantieren. Die Spitzenkandidaten haben eigentlich insgesamt sehr, sehr ernüchternde Werte. Ganz schlimm, Werner Kogler, 5% Vizekanzler, weniger ist fast nicht mehr möglich. Aber auch der Bundeskanzler bei 19% schafft es nicht. Und viele Hoppalas, die immer wieder passieren bei sogenannten Schenkelklopfer-Aussagen, dürften einiges dazu beitragen, dass die Werte einfach nicht weiter nach oben gehen, trotz seiner internationalen Missionen, trotz seiner Bühnen, die er sucht. Schlechte Werte, allesamt schlechte Werte. So, und jetzt hat es letzte Woche eine heftige Diskussion gegeben. Die Johanna Mikl-Leitner, niederösterreichische Landeshauptfrau, will einen Preisdeckel auf Strom und Gas, fordert den dringend von der Regierung, fordert mehr Führung. Und da hat es einige journalistische Kommentare, unter anderem auch meinen gegeben, die gemeint haben, das könnte vielleicht dazu führen, dass Johanna Mikl-Leitner irgendwann in den nächsten Monaten Karl Nehammer ablösen könnte. Und da haben wir natürlich die Frage gestellt, wer wäre in Ihren Augen der die bessere ÖVP-Spitzenkandidat, Spitzenkandidatin, wenn im Herbst der Nationalrat neu gewählt würde. Und da jetzt die Grafik, ist eine Riesenüberraschung, weil jeder hätte gedacht, das wird Hanni Mikl-Leitner souverän und haushoch gewinnen. Dem ist aber nicht so. Derzeit würden nur 18% der Österreicher der Meinung sein, Johanna Mikl-Leitner wäre die bessere ÖVP-Spitzenkandidatin, 26% Nehammer, 56%, also die große Mehrheit sagt, ich weiß es nicht. Das ist einerseits überraschend, weil das zeigt, dass Hanni Mikl-Leitner bundesweit weniger Strahlkraft hat, als viele Journalisten vermutet haben, Punkt 1. Hat aber wohl auch damit zu tun, dass wir vielleicht die angerufenen Interviewpartner mit der Frage überfordert haben, Herr Professor, oder? Ja, 56% weiß nicht, zeigt wirklich ein massives Achselzucken, so nach dem Motto, beide sind nicht angetan, das Führungsproblem der ÖVP zu lösen. Aber, und das Spannende, ich hätte es auch nicht vermutet, dass Hanni Mikl-Leitner sogar knapp hinter Karl Nehammer liegt. Also so richtig Begeisterung kommt nicht auf, wenn man diesen Namen nennt im Zusammenhang mit der Kanzlerschaft, mit der Regierungsverantwortung. Im Bundesland hat sie sicherlich ein sehr gutes Standing, aber als Alternative für Karl Nehammer dürfte sie weniger taugen. Aber noch einmal, 56% sagen, weder noch, das sind nicht die Spitzenkandidaten, die ich mir wünschen würde in der Kanzlerschaft.
Kanzlerpartei. Und das haben wir jetzt nach Parteien aufgeschlüsselt, dieses Ergebnis. Und da sehen wir, dass unter den ÖVP-Wählern die Priorität eindeutig nach wie vor für den regierenden Kanzler Nehammer ist. Das heißt, da ist ein hohes Ausmaß an Loyalität gegeben. Die ÖVP-Wähler wollen offenbar derzeit, Anführungszeichen oder Klammer auf, noch Klammer zu, keinen Wechsel des Spitzenkandidaten. Bei der SPÖ liegen die zwei schon ziemlich gleich auf und bei der FPÖ liegt bereits Hanni Mikl-Leitner vorne, und zwar 28% zu 18%. Also die FPÖ-Wähler würden Hanni Mikl-Leitner wählen, und das ist interessant, weil da ja natürlich viele frühere ÖVP-Wähler dabei sind. Das heißt, ein Teil der ÖVP-Wähler, die die ÖVP verloren hat in den letzten Monaten, sind ja wieder zur FPÖ zurückgekehrt. Und da sind offenbar diese ÖVP-nahen FPÖ-Wähler Hanni Mikl-Leitner-Fans. Also in der FPÖ-Zielgruppe würde Hanni Mikl-Leitner klar punkten. Bei den Grünen ist auch Nehammer klar vorne. Bei den Neos würde auch Hanni Mikl-Leitner punkten. Aber dort, wo die Regierungsparteien, die Wähler der Regierungsparteien sind, dort gibt es klare Mehrheiten für Nehammer gegen Mikl-Leitner. Was sagen Sie dazu, Herr Professor? Ja, also das ist eindeutig. Ganz besonders unter ÖVP-Wählern kein Wechsel. Man will weiter Karl Nehammer als Chef der Regierung und der Partei. Auch die Grünen sprechen sich, wenn nicht so klar, aber dennoch mit einer relativen Mehrheit für Nehammer aus. Also Mikl-Leitner hätte also jetzt in dieser Konstellation schlechte Karten. Interessant eben die Chance, die sie hat im Wählerfeld der FPÖ. Hier ist sie mit 28% etwas vorne, aber wir dürfen nicht vergessen, da gibt es viele, viele, viele Unentschiedene natürlich noch, die jetzt auf dieser Grafik nicht ausgeführt sind. Durchaus bei der SPÖ kommt sie höher rauf, liegt wohl an der thematischen Situation. Preisdeckelung, wie tun wir weiter? Da hat sie ja jetzt eher eine neue Linie eingeschlagen, die nicht so weit weg ist von SPÖ-Forderungen auch. Ja, bei den Neos, da liegt sie vorn, 29% zu 24%. Spannend, aber insgesamt kann man sagen, Mikl-Leitner ist nicht die Alternative, ist derzeit nicht die Lösung, wird auch von den Wählern der ÖVP und der Grünen nicht als relevanter Wechselkandidat gesehen. Und da haben wir natürlich dann noch sicherheitshalber oder interessanterhalber gefragt, interessenshalber gefragt, wie würde denn eine Nationalratswahl, also eine Sonntagsfrage ausgehen, wenn wir die ÖVP mit Mikl-Leitner statt mit Nehammer abfragen? Und jetzt bitte nicht erschrecken, das sind die Rohdaten, weil wir ganz bewusst aus Seriositätsgründen das nicht hochrechnen wollen, aber wir werden Ihnen gleich die Rohdaten der Parteien, so wie sie derzeit sind, dazu sagen. Man sieht aber schon aufgrund dieser Rohdaten, Hanni Mikl-Leitner liegt nicht besser als die ÖVP unter Nehammer. Also eine ÖVP mit Hanni Mikl-Leitner zumindest vorerst, solange sie nicht offiziell und lautstark ihre Kanzlerschaft oder Spitzenkandidatur ansagt, nicht besser als die Nehammer-ÖVP. Randy Wagner würde nur ganz wenig verlieren, Kickl würde nur ganz wenig verlieren. Die Zahl der Unentschlossenen steigt, weil da offenbar doch einige im Wartesaal sind, die sagen, also erstens möchte ich zuerst einmal wissen, ob die überhaupt antritt. Zweitens will ich wissen, was die für Programm hat. Und dann sage ich erst, ob ich Mikl-Leitner wählen würde. Richtig, Herr Professor? Ja, und da gibt es schon noch ein oder zwei spannende Ergebnisse bei dieser Grafik. Schauen wir uns die Grünen näher an. 7%, eigentlich ein verhältnismäßig hoher Wert. Grüne werden immer überrapportiert in Umfragen. Also da müssen wir ein bisschen runterrechnen. Wenn das so stimmt, das ist quasi die alte Mechanik in Umfragen, Blaue werden unterbewertet, erzielen dann letztlich beim Wahlergebnis höhere Werte. Und der Vergleich jetzt 12 Rotzahlen Mikl-Leitner, 13 Herbert Kickl zeigt, was wir eingangs schon gesehen haben. Eine Kopf-an-Kopf-Situation, aber eher eine Sache, die sich zugunsten der FPÖ verschieben könnte. Also wir sehen auch hier noch einmal völlig andere Frage, vielleicht ein bisschen eine komplexe Fragestellung, aber wir sehen das Überholmanöver oder die Chance, die derzeit die FPÖ hat. Und da müssen wir dann über den Bundespräsidentenkandidaten noch reden, ob da auch noch ein Eizahl drin ist, um diese Dynamik zu verstärken. Aber wir sehen doch schon, diese
Rohzahlen, 13, ich weiß, da sind 40% nicht deklariert, aber das zeigt schon, da ist Kraft dahinter und da ist möglicherweise ein Hebel dahinter, der einen Vorsprung schaffen kann. Vorne aber, SPÖ, aber der Vorsprung ist gar nicht so ausgeformt in dieser Rohzahlendarstellung. Aber es gibt, solange es in der ÖVP da keine klare Entscheidung gibt, keinen Hanni-Mickel-Eitner-Effekt in den Umfragen, das muss man mal vorerst sagen. Wir hätten uns eigentlich die Frage ersparen können, weil die Österreicher, solange das nicht offiziell ist oder solange das nicht seriös ist, eigentlich die Frage noch nicht beantworten wollen, um es auf einen kurzen Nenner zu bringen. So, dann haben wir wie jede Woche die Grafik mit der Zufriedenheit der Regierung und da muss einem der Karl Nehammer und der Werner Kogler schön langsam leid tun. Es ist unglaublich, aber es geht schon wieder 1% nach unten. Das heißt, die Zufriedenheit mit der Regierung liegt jetzt bei nur noch 22%. Bei null ist dann aus, muss man dazu sagen. Also theoretisch haben wir noch knapp 20 Wochen, dann ist diese Regierung beim Nullpunkt angekommen. Als schlechte Performance schätzen mittlerweile 53% der Österreicher die Arbeit dieser Regierung ein. Vor ein paar Wochen haben wir noch gesagt, wenn das über 50% steigt, dann wird es für Nehammer langsam dramatisch. In der Zwischenzeit ist die Zahl der Österreicher, die mit der Regierung unzufrieden sind, die sagen, die Zusammenarbeit und die Arbeit der österreichischen Bundesregierung passt nicht, auf 53% gestiegen. Das ist, glaube ich, schon schön langsam ein europäischer Rekordwert. Das ist eine klare Mehrheit, die sagt, diese Regierung arbeitet schlecht. Und nur noch eine ganz dünne Minderheit, die sagt, die arbeiten gut. Herr Professor, Ihre Beurteilung? Ja, also nur 5% der Österreicher, nur 5% sind begeistert von der Regierungsarbeit. Das heißt, 95% sagen, da gibt's mehr Möglichkeiten, da gibt's Verbesserungspotenzial. 33% sind schlichtweg entsetzt von der Leistung der Regierung. Also man muss sich das auch in der Skalierung auf der Zunge zergehen lassen. Und dann gibt's halt noch so Mittelkategorien, eher gut oder eher schlecht, eher ausgewogen, könnte man sagen. In Summe, und da kann man fassungslos werden, haben wir ja eine gewaltige Negativmarke. Und diese Negativmarke steigt, wenn zwar langsam, aber doch konstant von Woche zu Woche. Also ein Regierungszeugnis, ein Zusammenarbeitszeugnis, das mehr als ernüchternd ist. Nur 5% Begeisterung. Also da ist eine dramatische Bewertung gegeben. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass nächste Woche noch schlechter wird. Aber andererseits, Trends haben eine gewisse Kontinuität und Stabilität. Und ich schließe es nicht aus, dass wir nächste Woche wieder feststellen, unglaublich, Talsohle noch immer nicht erreicht. Ja, und jetzt müssen unsere Spitzenpolitiker ganz, ganz stark sein, weil jetzt gibt es eine Wählerwatsche, wie es sie in diesem Land wirklich noch ganz selten gegeben hat. Wir erfragen ja jede Woche die Vertrauenswürdigkeit der österreichischen Spitzenpolitiker und die war schon in den letzten Wochen wirklich unter jeder Kritik, nämlich teilweise deutlich unter 50%. Als vertrauenswürdig und deutlich über 30% nicht vertrauenswürdig. Und das hat sich in dieser Woche, wir reden hier nur von einer Woche, von einer einzigen Woche, dramatisch zugespitzt. Die österreichische Bundesregierung verliert in dieser Woche 3% an Vertrauenswürdigkeit. Nur noch 23% halten die Bundesregierung für vertrauenswürdig, 49% für nicht vertrauenswürdig. Na servus, kann man da nur sagen. Und jetzt bitte, komplette Watsche für Bundeskanzler Karl Nehammer, vielleicht auch aufgrund seines Alkohol- und Psychopharmakasagas, -5% in einer Woche für die ohnehin schon schwer angeschlagene Vertrauenswürdigkeit des Bundeskanzlers. Nur noch 27% halten den Bundeskanzler für vertrauenswürdig, 47% nicht. Ich meine, das ist ja eigentlich der Vertrauenswürdigkeitsjob der Republik, Kanzler zu sein. Und nur 27% haben noch Vertrauen in den Bundeskanzler. Ähnlich schlecht der Wert von Vizekanzler Kogler. Auch nur 27% haben Vertrauen in ihn, 47% nicht. Und jetzt wird es ganz spannend, weil jetzt kommen wir natürlich zur Frage des
Bundespräsidenten. Und da zeigt sich eine Entwicklung, die sehr, sehr spannend ist. Bundespräsident Van der Bellen kommt offenbar immer mehr unter Druck und verliert in dieser nur einen Woche, in der gerade so ein bisschen, ein kleines bisschen, der Bundespräsidentenwahlkampf begonnen hat, sage und schreibe 6% an Vertrauenswürdigkeit, fällt damit unter die 50%-Marke. Nur noch 44% halten den Bundespräsidenten für vertrauenswürdig. Das ist ein neuer Tiefstwert in dieser Republik für alle Bundespräsidenten, die wir bisher hatten. Und das ist natürlich auch nicht gut für den Wahlkampfstart von Van der Bellen, weil das ihn Leute wählen, die ihn nicht für vertrauenswürdig halten, kann ich mir schlecht vorstellen. Das heißt, Van der Bellen ist mit 44% Vertrauenswürdigkeit wirklich brutal abgestürzt. Richtig, Herr Professor? Also da muss man wirklich sagen, was ist da passiert? Er hat zwar immer noch einen positiven Saldo, aber -6% ist statistisch signifikant, also da ist was passiert. Da gibt es eine andere Wahrnehmung und die Entwicklung insgesamt quer über die Abgefragten ist natürlich vernichtend. Dieses starke Minus auch bei Bundeskanzler Nehammer, -5%, hochsignifikant. Vizekanzler Kogler, signifikant. Also da rutscht Vertrauen weiter ab in einer Situation, wo es Vertrauen bräuchte, wo es ohne Vertrauen immer schlechter funktioniert, dramatisch. Und beim Bundespräsidenten natürlich, jetzt gibt es plötzlich ernsthafte Gegenkandidaten. Das Thema Wahlkampf wurde stärker ventiliert und es bewegt sich nach unten. Eine äußerst gefährliche Situation für ihn. Das ist ja das einzige Indiz, dass wir in dieser Woche zum Bundespräsidentenwahlkampf haben. Wir müssen dazu sagen, wir haben seriositätshalber selbstverständlich in dieser Woche die Bundespräsidentenwahl nicht abwagen können. Es ist ja der Kandidat Rosenkranz erst am Dienstagabend benannt worden, mitten in unsere Umfrage hinein. Da waren bereits 2/3 der Umfrage fertig abgeschlossen. Das heißt, da hätte es keinen Sinn mehr gehabt, Rosenkranz abzufragen, noch dazu so kurzfristig. Nächste Woche sehen Sie dann hier die erste große Bundespräsidentenumfrage. Aber es lässt schon darauf schließen, dass Bundespräsident Van der Bellen echte Probleme bekommt in dem Wahlkampf und dass möglicherweise Rosenkranz Chancen hat, Herr Professor. Oder wie schätzen Sie das ein, ohne dass wir jetzt Daten haben, nur nach Ihrem Gefühl? Also diese Situation, wird es ein Achtungserfolg, was passiert? Auf alle Fälle dürfte Rosenkranz eine starke Ansage sein, die hineinwirkt in das Klientel der FPÖ oder auch in liberaleres Klientel. Also Rosenkranz wird sich auch bundespolitisch auswirken. Ich gehe mal davon aus, dass es also auch hier Auswirkungen in Richtung SPÖ und ÖVP geben wird. Und da wird spannend sein, denn damit schafft Herbert Kickl jetzt eine Persönlichkeit in den Ring zu schicken, die letztlich die Partei auch neu positioniert, irgendwo öffnet, stärker auf Themen hinweist. Also ich glaube, ein geschickter Schachzug von ihm und wenn man sich diese Werte anschaut, dann ist das sicherlich schon eine erste Resonanz der Ernennung. Aber da müssen wir in den nächsten Wochen noch sehr genau schauen. Ich gehe mal davon aus, Rosenkranz wird bewegen. Er wird also den Stadtzielsieg vermutlich nicht verhindern können, aber er wird bundespolitisch sicherlich Auswirkungen haben. Das wird die stärkste Nebenwirkung sein der Präsidentenwahl. Bis wie viel Prozent kann jemand wie ein Walter Rosenkranz bekommen? Sie wissen, wir haben uns ja vor 6 Jahren alle über den Norbert Hofer lustig gemacht, als er mit 8% in den Umfragen gestartet ist. Dann kam er mit 30 und am Schluss sogar mit 48% heraus. Wie sehen Sie die Entwicklung der blauen Aktie Rosenkranz? Naja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Kickl-FPÖ 22% schafft, Rosenkranz aber ein breiteres Profil hinter sich versammeln kann, eine breitere, stabilere, ein stabileres Standing hat, ja, dann wäre das 22 plus das Ziel. Und das ist durchaus das wäre eine sehr beachtliche Leistung, wenn er das schafft, mit einer starken Auswirkung auf seine Partei. Also insofern, da wird es enorm spannend und ich glaube, die Rosenkranz-Strahlkraft werden wir messen können oder einschätzen können in den nächsten Wochen. Das wird sich sicher in unseren Daten widerspiegeln. Also nächste Woche in unserem Politbarometer, in unserer Politumfrage, die erste Präsidentenumfrage inklusive Walter Rosenkranz. Wir gehen jetzt in eine kurze Werbepause und dann kommen wir mit allen unseren Wirtschaftsfragen zurück. Von der Teuerung bis zum Euro. Wir sind gleich wieder da.
Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Umfrage der Woche. Willkommen bei unserer aktuellen Politikumfrage. Die gibt's immer Donnerstag und jede Woche exklusiv nur auf OE24TV und zwar in Zusammenhang mit der Lazarsfeld-Gesellschaft, die jede Woche 1000 Interviews durchführt, dann zwei Wochen zusammenzählt zu einer großen Welle und dann mit 2000 Interviews die derzeit treffsicherste und auch seriöseste Umfrage in Österreich erstellt mit der kleinsten sozusagen Abweichungsbreite. Und dazu zugeschaltet aus Linz Professor Werner Beutelmeier, Präsident der Lazarsfeld-Gesellschaft, auch Chef des Marketinginstituts, der Demoskopie-Experte in dem Land. Und wir kommen jetzt zu Teil 2, zu den Wirtschaftsfragen, für die diese Lazarsfeld-Gesellschaft ja besonders bekannt und anerkannt ist. Und da haben wir zu Beginn einmal die aktuelle Frage dieser Woche gestellt, nämlich was halten die Österreicher von einem Preisdeckel, so wie ihn Johanna Mikl-Leitner vorgeschlagen hat, als Maßnahme gegen die Inflation. Und da haben wir gefragt, sind Sie für oder gegen einen staatlichen Preisdeckel bei? Und da haben wir gesagt, beim Strompreis, da sind 73% der Österreicher dafür, nur 13% dagegen, also eine gewaltige Mehrheit. Beim Gaspreis, da sind 67% dafür, also deutlich weniger, 17% dagegen, auch noch immer eine große Mehrheit. Beim Benzinpreis, da sind 65% dafür, nicht alle haben ein Auto in dem Land, wie wir wissen, 19% dagegen. Und schließlich für die lebenswichtigsten oder für die wichtigsten Lebensmittel, und da gibt es die größte Zustimmung, 75% dafür, nur 13% dagegen für einen Preisdeckel oder aber auch eine Mehrwertsteuersenkung bei Lebensmitteln. Das heißt, eine überwältigende Mehrheit der Österreicher für den Mikl-Leitner-Vorschlag Preisdeckel beim Strompreis und für den SPÖ-Vorschlag Preisdeckel oder Mehrwertsteuersenkung bei den Lebensmitteln. Herr Professor, Ihre Einschätzung dieses nun ja wohl ziemlich eindeutigen Ergebnisses? Naja, diese Sachlage ist sehr, sehr eindeutig, denn die größte Sorge der Österreicher ist, dass wir hineinfahren mit einem Mordstempo in eine ganz, ganz große Wirtschaftskrise. Also das Gespenst der Wirtschaftskrise verdichtet sich, die Sorge wird immer größer und angetrieben wird diese Sorge auch von der Teuerung, dass man sich das Leben nicht mehr leisten kann. Und diese Teuerungsspirale, die atemberaubend nach oben geht und wo wir jeden Tag Berichte hören, korrigierte Prognosen hören, dass die Inflationsrate doch stärker ansteigt, dass sie länger bleibt, dass EZB und FED unterschiedliche Zinskorrekturen vorhaben, das besorgt enorm. Und es bräuchte einen sogenannten Paukenschlag, einen politischen, wo die Politik sagt, ja, wir lösen dieses Problem oder wir versuchen, dieses Problem zu lösen. Ein Vorschlag war ja die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Das ist gleich vom Tisch gekommen, weil nicht treffsicher genug. Aber man sieht, und das ist ja auch derzeit in der politischen Diskussion zu spüren, dass die Landeshauptleute mit diesem Deckel den Nerv treffen, die Sorge treffen und die Entscheidung für den Preisdeckel, egal ob Strom oder Benzin, Gas oder Lebensmittel, zeigt, dass sich der Bürger einen Paukenschlag wünscht und dass man sagt, ich brauche da Hilfe, ich komme da nicht durch, ich mache mir da große Sorgen. Es gibt hier keine Unentschiedenen, keine Nennenswerten, 12%, 16%, 14%. Es gibt hier eine ganz klare Meinung, Paukenschlag in Sachen Maßnahmen gegen Inflation. Aber davon ist weit und breit nichts zu sehen. So, wir gehen jetzt durch die restlichen Wirtschaftsfragen des Lazarsfeld-Gesellschaft durch. Ich tue immer zwei, drei zusammenfassen, damit das sozusagen für den Professor auch etwas leichter kommentierbar ist. Zunächst einmal die Frage, die wir jede Woche stellen. Wie sehen Sie die nächsten 12 Monate? Sind Sie für die nächsten 12 Monate persönlich eher optimistisch, pessimistisch oder unentschieden? Und da sehen wir, die Optimisten haben minimal zugenommen um 1%, aber, und das ist schon dramatisch, auch die
Pessimisten haben wieder zugenommen. Ein weiteres Prozent mehr Pessimisten in dieser Woche. Schon 55% der Österreicher sind pessimistisch. Und wenn wir da gleich zur nächsten Frage gehen und sagen, wie bewerten Sie Ihre persönliche Lebensqualität im Vergleich zum Vorjahr, dann sehen wir, dass hier 1% mehr, nämlich schon 40%, sie schlechter bewerten als vor einem Jahr. Das heißt, der Pessimismus ist auf deutlich über 50%, auf 55% gestiegen. Und 40% der Österreicher sagen mir, es geht mir schlechter als im Vorjahr, Herr Professor. Ja, also wir hatten letzte Woche mit 22% Optimisten den seit 40 Jahren niedrigsten Optimismuspegel. Und die Rekorde halten auch diese Woche an. Wir haben diese Woche mit 55% Pessimisten den seit 40 Jahren höchsten Pessimismuspegel. Diese Werte sind grottenschlecht, höchst alarmierend und bestätigen letztlich dieses Lebensgefühl der Österreicher, dass wir hineinsausen in einen Herbst, der unheilvoll ist, der vermutlich ganz große wirtschaftliche Verwerfungen bringt. Also beide Werte sind extrem unglaubliche Negativ-Fixpunkte, wie in 40 Jahren noch nie gemessen. Das muss man sich immer vor Augen halten, weil die stehen so unscheinbar am Papier und man sagt, naja, 23%. Nein, gab es noch nie. 22% letzte Woche war das erste Mal. Es ist unverändert schlecht. 55% gab es wirklich überhaupt noch nie in 40 Jahren. Also das ist dramatisch und da ist dann durchaus verständlich, dass die Lebensqualität, ich sage plus 1% besser, ist Schwankung, dass 40% sagen, die relative Mehrheit, ich erwarte Lebensqualitätsverschlechterung, Einschränkungen. Es wird mühsamer, schwieriger. Es ändert sich vieles bei mir im Leben. Ich habe Sorge. So, dann haben wir immer die Frage nach der österreichischen Wirtschaft und auch die wird immer dramatischer. Die macht dem Professor Beutelmeier ja schon seit vielen Wochen Sorgen, aber es geht immer weiter nach unten. Jetzt schätzen nur noch 22% der Österreicher die Lage der österreichischen Wirtschaft als gut ein. Das sind wieder 2% weniger als in der Vorwoche, also nur in einer Woche wieder ein Minus von 2%. Und gleichzeitig sagen bereits 42% der österreichischen Wirtschaft geht es schlechter. Um die österreichische Wirtschaft ist es derzeit schlecht bestellt. 42% sagen, dass wir nähern uns da der 50%-Marke, wieder 2% mehr, Herr Professor. 37% mittelmäßig, 42% schlechte Bewertung, macht kumuliert nahezu 80%. 80% der Österreicher sagen aus eigener Beobachtung heraus, durch das soziale Umfeld, durch das Gespräch am Stammtisch, ich mache mir Sorgen, der Wirtschaft geht es nicht gut, der Wirtschaft geht es eindeutig schlechter. Wir haben eine schlechte Wirtschaftsverfassung. Also das unterstützt noch einmal diesen Eindruck, dass wir in eine Richtung steuern, dass wir einen unheilvollen Herbst vor uns haben, dass die Wirtschaft eine ganz, ganz gewaltige Aufgabe zu stemmen hat. So, und dann haben wir erstmals aus dieser riesigen Lazarsfeld-Studie, die es da jede Woche gibt, eine spannende Frage herausgenommen, nämlich wie schätzen die Österreicher die Sicherheit ihrer Lebenssituation in den nächsten 12 Monaten ein? Also wie schätzen sie ihre Einkommenssicherheit bzw. ihre wirtschaftliche Lebenssicherheit für die nächsten 12 Monate ein, lautet die Frage. Und da sehen wir doch zumindest noch eine leichte Form von Optimismus, denn 50% der Österreicher sagen im weitesten Form sicher. Das ist zwar der schlechteste Wert seit vielen, vielen Jahren, weil dieser Wert lag bisher bei 70-80%, aber nur 19% sagen nicht sicher und machen sich also ernsthafte Sorgen um ihre Lebenssicherheit generell. Und wenn wir schauen, wer das ist, wer also die meisten Zukunftssorgen hat um die Lebenssicherheit, dann sind es die ganz Jungen von 16 bis 29 Jahre. Da sind bereits 24% der Meinung nicht sicher.
Und die, die sozusagen mitten im Arbeitsprozess stehen, die 40- bis 49-Jährigen, da sagen 23% nicht sicher. Und nur 38% der Jungen und 37% derjenigen, die im Arbeitsprozess stehen, sehen ihre Lebenssituation als sicher ein. Ganz anders die über 60-Jährigen, die Pensionisten, da sagen 59% sicher, nur 12% nicht sicher. Und wenn wir das nach Parteipräferenz uns auch noch anschauen, dann sehr interessant, dann sind die Protestwähler der FPÖ diejenigen, die ihre Lebenssituation am unsichersten einstufen. Nur 35% der FPÖ-Wähler sagen, meine Lebenssituation und mein Einkommen ist sicher, 32% aber nicht. Nur die ÖVP-Wähler sind da echte Optimisten und sagen 67%, meine Lebenssituation ist sicher. Herr Professor, das ist zwar noch ein erfreulicher Wert, aber gar so gut ist er auch nicht mehr wie in früheren Jahren, oder? Da gibt es ja so etwas wie eine Wahrnehmung, eine soziale Wünschbarkeit. Man will ja nicht sich selber als in einer unsicheren Situation definieren. Und dennoch spalten diese 50% die Gesellschaft. Offenkundig gibt es 50% jeden zweiten Österreicher, der sagt, naja, so einigermaßen sicher fühle ich mich schon. Aber es gibt auch, das dürfen wir nicht vergessen, den Kehrtwert. Es gibt weitere 50%, die sagen, dezidiert weniger sicher oder geben auf diese Frage keine Antwort, verstecken sich im Endeffekt hinter der Weißnicht- oder Unentschiedenheitquote. Das heißt, diese Lebenssicherheit spaltet. Wir haben jeden zweiten Haushalt, der ringt derzeit, der hat enorme Herausforderungen zu meistern. Und das sieht man dann auch in den Auswertungen. Es sind die Frauen deutlich unsicherer in ihrer Lebenssicherheit. Es sind zum Teil die jungen Zielgruppen unsicherer. Sie haben es erwähnt, es ist auch nach Parteigesinnung FPÖ, MFG-Wähler extreme Lebensunsicherheit. Das heißt, wir haben hier eine sehr ungleiche Verteilung. Das spielt eine ganz große Rolle bei der Motivation, zur Wahl zu gehen. Das spielt eine große Rolle bei der Entscheidung für eine Partei. Also da braut sich etwas zusammen. Die 50% sehr sicher bzw. sicher, die sollten einem nicht täuschen. Es gibt leider 50%, die sagen, mein Leben ist nicht sicher. Jetzt wie jede Woche die Teuerungsfrage, die die Lazarsfeld-Gesellschaft jede Woche stellt und die auch immer, immer dramatischer wird. Seit Wochen fragt die Lazarsfeld-Gesellschaft, wie spürbar sind die Teuerungen für ihren Haushalt. Und da sagen mittlerweile 76% der Österreicher spürbar, sie sind spürbar, 41% sogar sehr spürbar. Das ist ein Plus von 3% in nur einer Woche. Wir haben eigentlich gedacht, das hat mit 70% jetzt irgendwann einmal den Plafond erreicht. Aber jetzt sind wir bereits bei 76% der Österreicher angekommen, die sagen, die Teuerung ist für mich spürbar. Und 41%, also fast die Hälfte, sagt bereits sehr spürbar. Das sind also die Zielgruppen, die nicht mehr mit ihrem Geld auskommen. Und jetzt muss man sagen, wenn man weiß, dass etwa sozusagen 20% der Österreicher an der unteren Einkunftsgrenze sind, dann sind wir mit den 41%, die sagen, sehr spürbar, wirklich komplett in der Mittelschicht angekommen. Also da fehlt nicht mehr zu 50%, wo dann so auch schon die Besserverdiener ihr Leben einschränken müssen, Herr Professor. Ja, also die Bilanz der Teuerung ist grausam. Es gibt nur magere 2%, die sagen wenig oder gar nicht. Insgesamt kumuliert 6%. Das ist unter 10%, die sagen eigentlich, die Teuerung kratzt mich nicht, das Leben geht weiter wie bisher. Der Rest, das sind dann über 90%. Die kratzt diese Teuerung, die tun sich sehr schwer mit der Teuerung. Und Sie haben schon erwähnt, 41% ringen mit der Teuerung. Die spüren das sehr, da ist die Teuerung sehr schmerzhaft. 41%, das ist nahezu die Hälfte der Bevölkerung. Nein, 2/5, die relative Mehrheit der Verteilung. Also das sind alles Werte, die einem als Politiker nicht kalt lassen dürfen.
Gut, und da fragen wir dazu dann auch noch das Ausgabeverhalten der Österreicher ein. Und das hat sich ein bisschen auch weiter dramatisiert. Denn 65% der Österreicher sagen bereits, sie werden in den nächsten Monaten weniger Geld ausgeben. Das sind schon wieder 2% mehr als in der Vorwoche. Und nur noch 4% wollen mehr Geld ausgeben in den nächsten Wochen. Und erstmals abgefragt haben wir auch das soziale Netz. Auch das wird von der Lazarsfeld-Gesellschaft untersucht. Und da gibt es die Frage, im Leben passieren manchmal Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat und die einem das Leben erschweren. Haben Sie das Gefühl, dass Sie sich in solch einer Situation auf das soziale Netz in Österreich verlassen können? Oder eher nicht. Und das ist schon eher dramatisch, weil da ist die Zahl derjenigen, die sagen, ich kann mich auf das soziale Netz in Österreich verlassen, deutlich unter 50% gefallen, nämlich auf nur mehr 36%. Und diejenigen, die besorgt sind und sagen, ich kann mich nicht verlassen, das sind immerhin schon 29%, Herr Professor. Ja, also wir haben vorhin gesehen, 40% leiden unter der Teuerung, haben also hier größte Sorgen. 29% sagen gleichzeitig, das soziale Netz hilft mir nicht vor diesem Hintergrund. Und gleichzeitig sagen 65%, diese Woche wieder gestiegen, die Androhung bzw. die bittere Realität, ich muss weniger Geld ausgeben, ich kann nicht mehr Geld ausgeben, ich muss sparen. Also all das führt natürlich zu einer tiefen Bremsspur. Und wenn die Zahlen, ich denke, dieser Woche hat die Handelswirtschaft, der Handelsverband, Handelsumsätze veröffentlicht. Und da wurden schon erste Zahlen genannt, die zeigen, dass der Einzelhandel bereits diese Rücknahme an Kaufkraft, dieses Abbremsen der Ausgaben spürt. Und das ist natürlich dann ein Bremsen der wirtschaftlichen Schwungmasse mit einer fatalen Wirkung. So, und dann haben wir zum Schluss noch zwei Fragen zur Ukraine, wie jede Woche. Wir haben zunächst gefragt zur Sicherheit beim Ukraine-Krieg. Wie bedrohlich stufen Sie die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine für Ihre persönliche Sicherheit bzw. für die Sicherheit Ihres Haushalts ein? Und da sehen wir bereits 43% der Österreicher sehen den Ukraine-Krieg bereits als bedrohlich für die militärische Sicherheit Österreichs. Das heißt, diese Zahl wird immer größer. Die war am Anfang bei 20% und ist jetzt binnen weniger Wochen auf 43% gestiegen. Schon wieder 5% plus in nur einer Woche, bitte. Das ist ja nur eine Woche, das sind 5% plus ein wahres Erdbeben und nicht bedrohlich nur 19%. Und wenn wir fragen nach den wirtschaftlichen Auswirkungen, wie bedrohlich stufen Sie die wirtschaftlichen Auswirkungen auf sich und Ihren Haushalt ein, dann sind bereits 60% der Österreicher der Meinung, dass es bedrohlich ist und nur 9% nicht bedrohlich, Herr Professor. Ja, also Ukraine-Krieg und kein Ende. Normalerweise müsste man erwarten, nach über 4 Monaten Kriegshandlungen, dass irgendwann eine gewisse Müdigkeit in der Beobachtung einsetzt, dass eine gewisse Distanz eintritt, dass man sagt, naja, so schlimm wird es nicht. Es ist bis jetzt nichts Dramatisches passiert, militärisch, was die persönliche Sicherheit anbelangt in Österreich. Und dennoch, das Gegenteil ist der Fall. Die wirtschaftliche Bedrohung wird stärker wahrgenommen denn je, als beispielsweise am Beginn der Auseinandersetzungen. Und auch die persönliche Sicherheit, das Sicherheitsempfinden verschlechtert sich von Woche zu Woche. Also die Ukraine-Situation, der Krieg lastet enorm schwer auf der Seele der Österreicher und derzeit nehmen hier ganz eindeutig die Ängste und Bedrohungswahrnehmungen deutlich zu. Ja, und jetzt kommt die Schlussfrage. Sie ist zum News des Tages gestellt. Sie wissen, heute ist der Euro zum ersten Mal historisch unter den Dollar gefallen und zwar gleich kräftig. Das heißt, der Euro in der Parität erstmals unter dem Dollar. Und dazu unsere Frage am Schluss dieser Lazarsfeld-Umfrage. Wie vertrauenswürdig
Wie vertrauenswürdig finden Sie die Gemeinschaftswährung Euro? War bis jetzt eine klare Mehrheit für vertrauenswürdig, aber das hat sich gedreht in den letzten Wochen. Erstmals in dieser Woche eine Mehrheit für nicht vertrauenswürdig. Erstmals finden 37% der Österreicher den Euro nicht mehr vertrauenswürdig, obwohl sie damit gerade auf Urlaub fahren. Und nur noch 33% halten den Euro für vertrauenswürdig, Herr Professor. Ja, also der Druck auf den Euro aufgrund dieser mangelnden Reaktion der EZB auf der Zinsfront oder der zu schwachen Reaktion auf der Zinsenfront führt dazu, dass der Euro unter Druck kommt, dem Dollar nicht standhält, dass sich Energieimporte verteuern. Also da ist ein Teufelskreis jetzt im Gange, der nicht abzuschätzen ist, was noch alles da passiert. Das betrifft also die Nationalökonomie, aber auch in der Haltung, in der sozialen Wahrnehmung, im Vertrauen ist dadurch einiges ins Rollen gekommen. Und die Vertrauensbilanz, sehr vertrauenswürdig, nur mehr jeder zehnte Österreicher, nicht vertrauenswürdig, also absolute Ablehnung, 23%, eindeutig negativer Saldo, insgesamt auch ein negativer Saldo. Also beim Euro ist ebenfalls einiges ins Rutschen gekommen in der Seele der Österreicher. Danke, Herr Professor, war eine spannende Umfrage. Die aktuelle Politumfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft für Österreich. Wie gesagt, bei der Sonntagsfrage fällt die ÖVP wieder auf Platz 3 zurück. Die FPÖ legt zu. Bei der Vertrauenswürdigkeit kriegen unsere Spitzenpolitiker eine Watsche, dass es nur so gewackelt hat. -5% in einer Woche für Nehammer und sogar -6% für Van der Bellen. Apropos, die aktuelle Umfrage zur Präsidentenwahl, die wir diese Woche natürlich nicht liefern konnten, weil Rosenkranz erst Dienstagabend, also am Ende unserer Umfrageperiode, bekannt geworden ist, die erhalten Sie nächsten Donnerstag bei unserer nächsten Umfragewelle von der Lazarsfeld-Gesellschaft. Und jetzt gleich im Studio die prominente oder eine sehr prominente Vertreterin der Gewinnerpartei dieser Woche, nämlich der FPÖ. Danke, Herr Professor. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann geht's mit einer Politgewinnerin weiter.